das soll hierhin gehören. Quizfrage. Wer kann weniger navigieren als ein TomTom? So, 79,7 Kilometer. Der nächste Hauptgewinn. ...2022, herzlich willkommen zu Day in Hell. So, Hatti fährt heute Day in Hell von Rafa. Wir zeigen mal einmal sein Equipment. Und hier? Sein erstes Fahrrad ist mit 40 mm... 45. 45. Hast du keine Ahnung von Technik? G1 Byte. Ultra Byte. So, einmal 11. Falls es Fahrrad nicht mehr kann und der Akku leer ist, steigt Hatti um auf 50 mm Schwalbe, G1 Byte, auch einfach. Falls es auch nicht mehr geht, steigt der Hund um auf Würstchenantrieb. So. Und los geht's. Ah, die erste Kurve locker genommen, Profis halt, ne? Einfach machen, rein in die Materie, Deep Dive Baby. So Kinder, Spaß beiseite. Ich hatte mich vor ca. 10 Tagen, 2 Wochen mit Corona angesteckt und mal gucken, was meine Lunge heute zu denen her sagt. Normalerweise würde ich mir um die Strecke auch keine Sorgen machen, bin aber nun mittlerweile seit 2 Wochen nicht Fahrrad gefahren und einfach mal gar nicht gefahren und jetzt auch ein bisschen eher aus der Puste, von daher bin ich gespannt, wie das meine Lunge so mitmacht. Ersten Kilometer hinter uns, jetzt gleich auf der Strecke. Meine Lunge, so lala, mein Puls bei 100, 110, keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist. Ja, auf jeden Fall heute Slow Motion, entspannt, Entschleunigung, einfach wieder reinkommen. So, die ersten Kopfsteinpflasterteile und ich habe glaube ich noch so 4 Bar drauf. Könnte ein bisschen zu viel sein. Oder vielleicht bin ich auch zu weich. Auf jeden Fall werde ich wohl ein bisschen Luft ablassen. Mein Puls gerade so bei 120, 130 ist glaube ich ganz okay. Die Lunge streikt noch manchmal, aber ich hoffe einfach, dass ich den Scheiß nicht länger mit mir rumschleppen muss. So, das finde ich tatsächlich ziemlich schade, wenn es mal so richtig schön bergab geht. Muss man wie immer abbiegen. Wer schon immer mal seine Navigationstalente über Bord werfen wollte, einfach mal dahin helfen. Nee, einfach mal mit dir fahren. So, Quizfrage. Wer kann weniger navigieren als ein TomTom? Das ostdeutsche TomTom, ich präsentiere. Muss halt mal ein Update drauf gespielt werden. Biegt immer falsch ab. Day in Hell 2022, maximaler Hauptgewinn. Gerade ein Stock im Schaltwerk, Kette runter. Und ja, das soll hierhin gehören. So, TomTom sagt da vorne rechts. Ah, geht zum Glück weiter. Das war auf jeden Fall ein richtig geiler Schreckmoment. Vielleicht liegt es an unserer persönlichen Startzeit, aber auf jeden Fall sieht man dieses Jahr deutlich weniger Leute auf dem Track. Gut, aber dieses Jahr kann man auch von Freitag bis Montag fahren und dadurch zieht sich das Ganze noch mehr. Ah.
Also gefühlt nehmen wir auf jeden Fall jede Kopfsteinpflasterstraße Nord-Berlins und Berlins mit. So, das ist irgendwie der erste gemütliche Teil der Strecke. Fast. Könnte ja beinahe so bleiben. Du bist so ein Hampelkasper. So. Jetzt mal eine ganze Weile Asphalt, ist echt eine schöne Abwechslung und auch mal einfach nur angenehm. Und mal wieder Kopfsteinpflaster. Yay! Selbst hier im Wald zugewuchert mit Kopfsteinpflaster. Kann man garantiert mit 30 mm machen. Aber Spaß. Und solange wir unsere Räder selber bezahlen müssen. Nein, danke. Kilometer. Der nächste Hauptgewinn. Ich denke mal heute definitiv mehrere Zeichen dafür, dass das nicht sein sollte. Erst die DI2. Jetzt fehlt mir hier was und ja, wir werden weiterfahren und was soll man sonst machen, aber das Teil findest du nie im Leben wieder. Hell of a North oder einfach mal die Landschaft genießen. Also das ist definitiv mal eine andere Erfahrung. Schon wieder Kopfsteinpflaster. Jetzt, wo ich weiß, mein Rad ist nicht mehr so, wie es sein sollte, habe ich ein bisschen Schiss. Aber, ja, Slow Motion und da kommt auch gleich schon wieder Asphalt. Ja, so viel zum Thema Materialschwund. Einfach mal. Tja, wir haben jetzt 110, 12, 50 Kilometer und schon mal ein persönliches Zwischenfazit. Ich glaube, man kann sagen, das war wirklich mein persönlicher Tag in der Hölle.
Materialschwund, Materialschlag, Kopfsteinpflaster, Materialschwund. Naja, die Verfassung, die Kondi wird besser und läuft bei mir. Oh, das ist so ein Hampelmann. Der Zustand meines Fahrrads sollte definitiv besser sein. Dadurch, dass die Steckachse nicht richtig fest sitzt, springt mir ab und zu die Kette ins Leere, wenn ich zu weit runterschalte. Oh, ja. Die L2-Kabel war lose, Flaschenhalter waren fast ab. Und ja, muss auf jeden Fall nochmal vor dem nächsten Event in die Werkstatt. Und ich überlege, das Fahrrad auch abzugraden auf eine Zweifachschaltung. Und werde ich vielleicht machen, da ich einfach mal mit einem kleinen Platt nur Offroad macht zwar Spaß, aber wenn ich mir überlege, dass ich damit nach Leipzig möchte, nein. Allgemein zur Strecke Day in Hell, ja, ganz okay. Mit einem heilen Fahrrad in einer guten Kondition hätte es definitiv mehr Spaß gemacht. Aber ansonsten kann man eigentlich nicht meckern. Schöne Passagen bei, viel Kopfsteinpflaster und ja.